Hallihallöchen, Leute, ich begrüße euch wieder bei World of Tanks, Part 58 oder sowas, ich glaube 58, heute mit dem Chiri, denn bei der letzten Garagenübersicht, da mache ich ja mal Umfragen, was wollt ihr gerne sehen, da kam der Chiri bei rum, dass ihr gerne einiges zu dem sehen wollt und dazu heute ein paar Matches und meine Meinung zu ihm. Außerdem noch als Info, ich livestreame heute Abend wieder, also ist das wieder Dienstag. Und ab 20 Uhr livestreame ich wieder, twitch.tv/Dogratti. Ich habe auch nochmal in den Grafikeinstellungen gearbeitet, da haben sich ein paar fiese Sachen eingeschlichen, die ich letztes Mal nicht mal bemerkt habe. Sodass es mittlerweile prinzipiell für eigentlich alle flüssiger laufen sollte. Testen konnte ich das Ganze noch nicht, weil ich halt nicht andauernd irgendjemand zur Verfügung habe, an dem ich irgendwelche Test-Livestreams ausprobieren kann. Aber da wird weiter gestreamt. Ich habe auch noch ein bisschen an der Mausreihe vorbereitet, sodass wir da eigentlich im Livestream den nächsten Panzer freischalten können. Ist zwar nur der Vierer, aber immerhin. Also, es wird lustig, bin ich mir ziemlich sicher. Aber heute jetzt der Chiri, Stufe 7er Medium der Japaner. Man sieht hier schon, warum ich ihn nicht wirklich gerne mag. Dieser Panzer ist unheimlich schwerfällig. Dafür, also, er hat mittlerweile bei einigen die Bezeichnung bekommen, dass er eher ein Heavy ist als ein Medium. Und das passt bei diesem Panzer sehr gut, denn er hat seine Motorwerte sind eher die eines Heavys. Und ich werde mich auch garantiert in einem 9er Match nicht wirklich vor unsere Heavys trauen. Selbst der VK-30 vorne, da vorne, der jetzt vordonnert wie ein Bekloppter, hat mehr und bessere Motorleistung als ich. Und das ist so der Hauptgrund, weswegen ich sagen muss, ich mag diesen Panzer nicht richtig. Er ist lustig, aber diese Gun hier ist halt schon nicht wirklich cool. Man sieht einen Durchschlag von 155 mit Premium 186. Für einen 7er ist das wenig. Es gibt Panzer, die das auch haben. Zum Beispiel den Comet, der hat ein ähnlich schlechtes Durchschlagsverhältnis. Und dafür einen hohen DPM-Wert, sprich Schaden pro Minute. Der gleicht das aber damit aus, dass er schnell und wendig ist und sich irgendwie in die Nähe von Gegnern bringen kann, um abzufeuern. Und da ist das große Problem, was ich bei diesem Panzer sehe. Er ist nicht wendig, er hat keine Panzerung und keinen guten Durchschlag. Und das sind drei Punkte, die irgendwie problematisch sind. Es gibt Panzer, bei denen man auch darüber reden kann, dass sie Einzelteile davon haben. Aber die haben immer was anderes, was sie ausgleicht. Der Comet hat eine halbwegs nette Panzerung und ist schnell und wendig. Und hat dafür dann halt keinen Durchschlag. Ja, damit kann man leben. Ich kann jetzt hier ein bisschen Abstauberpunkte machen, aber das ist auch schon alles. Und auch nur, wenn ich die Seite treffe. Und ich würde mir für diesen Panzer ehrlich gesagt wünschen, dass er so 10-20% mehr Motorleistung bekommt. Ich bin noch nicht der Einzige, der das sagt. Denn dadurch, dass er halt so wenig Motorleistung hat, ist es unheimlich schwierig, mit ihm irgendwo was hinzubekommen. Und gegen so einen Tiger 2 habe ich selbst in der Seite meine Probleme. Jetzt hat es den Tiger 2 zerlegt. Ist das richtig? Auf jeden Fall nutze ich die Chance, mal schon mal nachzuladen. Er lädt sehr schnell, kein Problem. Aber ich habe halt 1250 Lebenspunkte und die schlechteste Panzerung auf dieser Tierstufe überhaupt. Selbst die Deutschen, bei denen man sagt, sie haben für das, was sie eigentlich waren, eine schlechte Panzerung und so, der Panther ist nicht wirklich gut, hat eine wesentlich bessere Panzerung, vor allem eine wesentlich bessere Turmpanzerung. Bei dem hier, er hat leichte Schrägen am Turm. Und das ist, die sind nett, da kann man vielleicht ein bisschen was rausholen. Das ist aber auch echt alles. Und sobald man die Bodenwanne sieht, durchschlägt man diesen Panzer. Während ich halt hier so, also ich finde das Konzept von, er macht kleine Abstauberschadenspunkte vollkommen in Ordnung. Ich bin mit der Gun auch vollkommen zufrieden. Was, und würde sie gerne nutzen, wenn dieser Panzer einfach ein bisschen schneller wäre. Oder, was heißt schneller? Wisst ihr, schnell beschleunigen? Die Höchstgeschwindigkeit ist okay. Die liegt irgendwie bei 40. Damit kann ich leben. Kein Problem. Aber mich stört. Und da hinten versucht sich ein Franzose ranzuschleichen, durch den wir aber von vorne keinerlei Chance haben, irgendwo was zu machen. Wenn das Leistungsgewicht höher wäre, denn das ist bei ihm unheimlich schlecht. Wir können uns das am Ende meiner Garage angucken. Dieser Panzer beschleunigt halt wie eine totale Krücke. Und ich sollte langsam auf die andere Seite rüber, weil ich glaube, die bekommen da ziemliche Probleme. Es sieht schon wieder so aus, als wäre diese Runde ziemlich verloren für uns. Und der Chiri, muss man leider sagen, ist kein Panzer, der viel retten kann. Denn er ist ein Opportunist, der halt aufs Team angewiesen ist. Und so kann man ihn spielen. Das kann sehr viel Spaß machen. Es kann aber auch richtig ätzend werden, wenn das Team halt nicht gut ist. Und das finde ich persönlich bisher sehr frustrierend an ihm. Ich habe an ihm gute Runden gehabt. Da hat das Team gut gekämpft und da haben wir dann richtig gerockt und dann war das okay. Aber man kann in ihm halt auch genauso Runden haben, wo man sagen kann, man lässt das Team einfach im Stich, weil man alleine nichts kann. Und hat dann halt so Probleme wie, ja, das Team ist an der Stelle schon tot und ich werde jetzt, glaube ich, lieber besser nicht da hinten runterfahren. Ne, fahren wir hier die Straße runter und versuchen uns irgendwo unten zu platzieren. Wenn ich hier übers auf ein Feld fahre, hinter der Straße hilft mir das, hinter der Mittelstraße hilft mir das auch nicht wirklich. Das Problem ist,
An so einer Stelle jetzt kann der Chiri halt auch nichts mehr reißen, während ich mich in einem Panzer wie einem Comet zumindest in der Lage fallen würde, sehen würde, zwei, drei Panzer auseinanderzunehmen. Da wäre ich nicht hinten stehen geblieben, als die Gegner gekommen sind, sondern wäre halt entweder reingedonnert und hätte versucht, denen irgendwie noch Schaden zuzufügen. Und hätte von der Seite das auch ganz gut schaffen können. Der Chiri leidet dann einfach darunter, dass sein Motor so unheimlich schlecht ist, dass er einfach nicht flexibel ist. Und das finde ich persönlich, nimmt dem Ganzen sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt sind wir halt irgendwie der Letzte, weil wir uns zurückgezogen haben. Der Panther hat da die IS-3 nochmal besiegen können. Ich hoffe, dass jetzt aus der Stadt wenigstens was kommt, wo ich nochmal drauf schießen kann. Man sieht, ich habe hier dafür, dass es ich als 7er in einem 9er Match bin und nicht wirklich viel Schaden gemacht habe, man mir auch eigentlich nicht zutraut, das irgendwie zu retten, habe ich wenigstens ein bisschen Schaden machen können. Aber das ist halt auch alles, was der Chiri kann. Hier und da ein bisschen Schaden. Und da vorne geht was auf. Ich hätte den Turm da lassen sollen. Vor allem, weil ich jetzt, glaube ich, offen bin. Ich lege auch nicht mehr darauf an, hier heile rauszukommen. Es geht darum, nochmal drei Schüsse reinzuhauen. Und man sieht schon, mich durchschlägt alles. Klar, durch die Wanne sowieso, aber auch durch den Turm irgendwie nicht wirklich viel, was ich irgendwie aufhalten kann oder sowas. Und was, das finde ich daran sehr frustrierend. Also es sind drei Punkte, die an ihm schlecht sind. Der Durchschlag, die Panzerung und die Geschwindigkeit. Und wenn es nur zwei, das heißt die Geschwindigkeit, die Leistung, sollte ich mal sagen, das Leistungsgewicht. Wenn es nur zwei wären, wäre das okay. Dann könnte man dort arbeiten. Drei sehe ich als Problem. Wenn man das, da wir in der Garage sind, vergleicht, beim Chiri haben wir ein Leistungsgewicht von 12,89. Selbst der Chito war nochmal um Welten schlechter, den musste man viel defensiver spielen, der Chinu war zügiger, der Chito hatte dafür für seine Tierstufe aber eine Gun, die verhältnismäßig viel Durchschlag hat auf Tier 6. Auf Tier 7, wo wir halt hauptsächlich Achter sehen und auch durchaus mal Neuner, ist dieser Durchschlag, und das ist halt immer noch eine Sechser, nicht mehr so gut. Da ist also der Verlust, dann merken wir uns, Leistungsgewicht knapp 13. Die Chinesen und der T34-1 fühlt sich schon nicht besonders zügig an beim Beschleunigen. Und von der Höchstgeschwindigkeit wird er auch, glaube ich, nicht so weltbewegend. Ah, doch, 50. Und wir sollten vielleicht beim Chiri nachgucken. Höchstgeschwindigkeit hat er hier, beziehungsweise wir können es jetzt Fahrzeugblatt mal hier oben offen lassen. Höchstgeschwindigkeit 42. Ich bin mir ganz nicht sicher, ob der Turm vom Wert da schon, ja, die Turmpanzerung passt hier oben. Das sind die gleichen Werte, also man kann sich das als Vergleichswert komplett nehmen. Ja, Höchstgeschwindigkeit schlechter, Leistungsgewicht schlechter, Wendegeschwindigkeit schlechter. Und der ist schon nicht weltbewegend schnell, der hat Panzerung. Der hat, wenn man den Turm hier ausgebaut hat, hat, nee, das ist der falsche Panzer, ups, Entschuldigung, der hier, trotzdem das gleiche, allesamt Werte besser. Der hat hier oben jetzt eine Turmpanzerung von 170, die angeschrägt ist, und eine Wandpanzerung von 60, die vorne immerhin stark angeschrägt ist. Damit ist die Wandpanzerung immer noch besser als seine. Und die Turmpanzerung von ihm ist richtig geil. Der kann dem Turm gut arbeiten. Gut, er kann keine Freshen, ja klar, aber so vom Verhältnis her. Ja, wir haben hier den Comet, das Vorzeigebeispiel. Leistungsgewicht von fast 20. Eine Turmpanzerung von, steht auch nur 76, aber die hat vorne einen Gunmantel und ist angeschrägt, sodass man von dem Turm wirklich nicht viel trifft. Beim Chiri ist es, wie man hier oben sieht, eindeutig leicht, soweit der Turm gedreht hat sowieso, aber auch sonst von vorne mit der Kommandokuppel oben ist es recht leicht, den zu durchschlagen. Und Höchstgeschwindigkeit, Leistungsgewicht sind einfach um Welten höher. Und gut, die Gun, der Durchschlag ist geringer, ja okay. Aber dafür hat man halt seine Wendigkeit und ein bisschen Maß an Panzerung, mit dem man an den Gegner rankommt. Und genau das ist, was ich meine, was bei ihm hier fehlt. Franzosen haben nichts. Amis haben den T-20. Und der T-20 ist auch etwas, er ist nicht wirklich gepanzert. Er hat ein kleines bisschen mehr Turmpanzerung, aber er hat ein höheres Leistungsgewicht. Und er hat voll ausgebaut, und das sieht man hier nämlich, glaube ich, nicht drauf. Dieser Turm hat eine Sichtweite von 390. Wenn er hier mit 720 rumkrebst, der T-20 kann super geil als Scout ausgelegter Panzer arbeiten, wenn man da einen Spiegeltoptik mit reinlegt, das habe ich immer gemacht, und dann konnte der einfach sehr viel aufdecken und mit seiner Gun auf Distanz dann ein bisschen Schaden machen. Und die Gun, die er hier hat, hat einen geilen Durchschlag dafür mit 160. Also, ja, es ist auch nicht weltbewegend viel, aber dann kommt das hier auf einmal dazu. Wenn ich mit diesem Panzer in einem Tier 9er Match bin, also gegen 7er, kein Problem. 7er nimmt er hier ja auch noch auseinander. Das geht ja, aber wenn ich gegen 8 und 9er, boom, kann ich hier die Sondermunition einladen und habe einen Durchschlag von 240. Das ist halt ein Treffer, der mit so einer Munition durchgeht, ist schon ziemlich wertvoll.
Bei ihm habe ich das Problem, wenn ich mit ihm Goldmunition schießen will, die hat auch nicht viel mehr Durchschlag und man schießt sich arm. Und seine Stärke ist nicht der Durchschlag bei T20, aber der ist wendig, hat auch ein gutes Leistungsgewicht, eine gute Höchstgeschwindigkeit und der hat halt Sichtweite, mit der er dann auf einmal arbeiten kann. Und er hat ein bisschen Panzerung, weil man sieht man nicht, aber der Turm hat hier vorne einen kleinen Gunmantel, mit dem man arbeiten kann. Das geht. Gerade so Maps wie Pofkorowka ist der gut. Ja, und die berühmten Deutschen, die irgendwie keine besonders tollen Panzer auf der Stufe haben. Der Leistungsgewicht beim Panther ist immer noch besser und Höchstgeschwindigkeit auch, obwohl der Panther halt echt nicht schnell ist. Dafür kriegt der Panther hier einen Turm mit 120er Panzerung, was ziemlich gut ist. Damit kann er einen Turm, mit dem er was wegdenken kann. Er kriegt halt einfach keine schöne Gun. Aber selbst die hat einen Durchschlag von 198 und schießt schnell. Damit kann man was machen. Der VK3002D, der auch nicht als schöner Panzer erkannt ist, hat hier oben auch einen Turm, der 120er Panzerung hat. Und kriegt am Ende auch eine 8,8er KWK. Die ist nicht für ihren guten Durchschlag bekannt, aber hat dann auf einmal zumindest Schaden. Oder er bleibt bei so einer hier. Also das sind keine weltbewegend tollen Guns. Aber dieser Panzer hatte für ein Leistungsgewicht von 17,43 und das ist noch ohne den Topmotor, der dann noch einen Tacken mehr draufsetzt. Also der dürfte so auf 18 kommen, dann ist der auf einmal zügiger. Ja, klar, jeder hat irgendwo seine Schwächen, aber jeder ist auch irgendwo, hat halt in einem der Bereiche auch wieder einen Vorteil. Hier kommen wir auf den A44 und der wird nicht besonders schnell. Aber der A44 hat eine gute Frontpanzerung. Die hat auch ihre Schwachstellen. So ist es nicht, aber der kann sidescrapen, der kann was einstecken. Und der kriegt eine 107 mm Cis-Gun, mit der man, ja, der Durchschlag sieht jetzt auch nicht weltbewegend toll aus, aber die Goldmumpel können ein bisschen was und dafür hat er dann einen Schaden, wo man sagen kann, okay, wenn ich mit dem Ding treffe, und gegen 8 und 9er hau ich halt zur Not Gold rein, aber dann mache ich halt dick Schaden. Und der kann sidescrapen mit dem, was er hier hat. Und der Turm gibt, glaube ich weiß gar nicht, ob der gibt, ja, sagen, der gibt auch noch eine 90er Panzerung, die recht nett angelegt ist. Er hat zwar eine hässliche kleine Kommandokuppel, aber das Ding von vorne zu durchschlagen ist nicht einfach. Also wirklich nicht einfach. Dann haben wir Alternativen wie ein KV-13, die auch eine nette Frontpanzerung hat. 120. Aber auch gleichzeitig noch ein Leistungsgewicht von 16,31 zusammenbekommt. Und hier hinten immerhin eine Gandhi zügig schießt, die nicht wirklich toll ist, ja klar. Der Durchschlag ist nicht gut. Das ist die Downseite, aber dafür hat man Panzerung und Geschwindigkeit. Da muss man sich halt überlegen, was genau man haben will. Und man hat hier auch zu aller Not immer noch eine Trollgun zur Auswahl, die auf so einem Panzer lustig sein kann. Es gibt Möglichkeiten, es ist nicht unbedingt gut, aber eine Panzerung von 120 und 100 frontal hält man was aus. Und man hat Geschwindigkeit. Und das ist, ja, wir haben ja noch den T-43, aber bevor ich die jetzt alle durchgehe, will ich noch mein nächstes Match rein. Ich will den Chiri ja noch ein bisschen weiterspielen und ich würde mich darüber aufregen. Also ich finde, an sich ist es vollkommen okay, dass er keine Panzerung hat und dass er wenig Durchschlag hat, aber dann sollte er einen besseren Motor haben. Also diese drei Kritikpunkte, von denen sollte man halt irgendwie einen verbessern. Und ich persönlich würde sagen, der beste Weg, das zu verbessern, ist halt der Motor. Weil wenn man sich hinstellt und die Panzerung erhöht, dann ist das halt irgendwie nicht jetzt das, was irgendwie massiv wichtig ist. Panzerung ist irgendwie in World of Tanks aber eher so ein unwichtig. Man müsste sich hinstellen, müsste seine Winkelung vorne irgendwie komplett ändern, um zu sagen, okay, das ist funktioniert. Und da würde ich halt sagen, das lohnt sich bei so einem Panzer halt einfach nicht. Beziehungsweise wäre halt auch nicht historisch angemessen und wir sind natürlich auf einer der besten Maps, um so einen Panzer zu spielen. Wobei an sich das für ihn gar nicht so weltbewegend schlecht ist, wenn das Team halbwegs mitmacht. Also ich sage, also Panzerung würde halt irgendwie auch den ganzen Panzer umkonzipieren. Das macht irgendwie wenig Sinn. Dann würde man halt eher sagen, neuer Panzer. Also das fände ich irgendwie ist aus historischen Gründen nicht angemessen. Eine Gun mit höherem Durchschlag wäre nett, fände ich lustig, aber würde dem dazu führen, dass man diesen Panzer halt wirklich nur als Camper spielt, der hinten steht. Und möchte ich das bei einem Medium? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich lieber einen zügigen, was ein Medium ist. Und dafür bietet sich dann halt an zu sagen, okay, er kriegt mehr Leistungsgewicht. Er muss ja gar nicht schneller werden. Der braucht ja nicht mit irgendwie 70 durch die Gegend donnern, auch 60 nicht. Seine 42 reichen ja. Aber er sollte halt in der Lage sein, diese 42 zügig zu erreichen und vor allen Dingen in der Lage sein, damit an Hügelkuppen zügig hochzukommen, weil dann kann man mit der Türmkante oben arbeiten und dann kann er sagen, okay, ich traue mich mit diesem Panzer an den Gegner ranzudonnern, um ihn an der Seite zu umrunden und da was zu machen. Während ich halt so sagen muss, ja, ich kann halt eigentlich, also er ist irgendwie immer dazu verdonnert, hinten abzustehen, abzuwarten, was sich an Möglichkeiten bietet, um was zu bekommen. Und das finde ich als Panzer halt eigentlich sehr frustrierend, weil er halt nicht der Panzer ist, der was kann, sondern als der als Opportunist am Ende überbleibt. Und es wäre halt schön, wenn er zumindest irgendwie was könnte.
weil man irgendwie die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, ich kann jetzt in eine Bresche springen und kann für ein Team hier mal was reißen. Und das kann er halt nicht. Ich habe hier sogar schon Probleme mit der Gun Depression, obwohl die Japaner für gute Gun Depression bekannt sind. Und kann halt jetzt hier hinter dem Hauptrudel hinterherfahren, aber das war's dann auch. Und also ich finde ihn unheimlich befriedigend als Panzer. Ich fahre unheimlich gerne Mediums mittlerweile. Und alles, was danach kommt, ist irgendwie cool. Alles, was davor kommt, ist. Also, was heißt davor? Alles, was davor kommt. Ich habe halt nur den Cheeto gespielt. Oh, ja, und jetzt werden wir schon gesehen und das ist nicht gut. Ich wollte hier mal HE laden, um an dem 59 was machen zu können. Jetzt sehe ich dann Gegner, mit denen man das probieren kann. Oh, ja, und jetzt habe ich mal einen Moment lang gewartet, wo ich hier stehe. Und da habe ich auch schon das Problem. Man darf mit diesem Panzer, muss man dann halt sehr, sehr stark aufpassen. Weil mich halt so ein Rheinmetall, mit dem ich nicht rechne, da noch Sedo treffen kann. Der stand ja vorne an der Kante. Da habe ich nicht mit gerechnet. Buff, kaputt. Ich habe noch keinen Sechster Sinn. Das ist für mich hier natürlich ein Problem. Aber der konnte hier... Puff, puff. Es kommt durch mich wirklich alles durch. Und klar, ein Rheinmetall kommt auch so durch. So ist es ja nicht. Aber... wenn ich jetzt die Geschwindigkeit gehabt hätte, mich irgendwie... Also normalerweise im Medium würde ich sagen, ich bewege mich hier viel hin und her. Und wenn ich in so einem Type wäre, würde ich halt mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. So, das geht in dem hier nicht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr frustrierend. Aber da das Match jetzt gerade erst angefangen hat, mache ich hier mal einen kurzen Cut. Warte, bis der Panzer wieder da ist. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, da sind wir wieder. Hier ist mittlerweile das Ergebnis von meinem Chiri. Und ich springe hinterher auch schon wieder zu ihm rüber. Wir haben die Runde gewonnen. Was für mich sehr ärgerlich ist, weil... Der Schaden, 230 recht ging. Ich habe ein bisschen Aufklärungsschaden bekommen. Für eine Tiger 2, den ich nicht gesehen habe. Und das, was am T-25-2 noch gemacht wurde. Und ich habe natürlich den Kill abgestaubt. Der zweite HE-Schuss hatte halt gut durchgeschlagen. Damit haben wir ein bisschen was geschafft. Zählt auch für diese Events hier mit rein. Und ich habe netterweise hiermit das Event mit den Tagessiegen erfüllt. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen den Bug gehabt, dass der Punkt von muss unter den 10 besten EP-Ergebnissen des Teams sein. Hierbei gilt... Bei dem Erfahrungsevent, was am Sonntag war, aber nicht galt, was ich persönlich sehr witzig fand, weil ich dann hinterher sogar noch Scouts einfach ausprobieren konnte und mit denen hin und her fahren und ich jede Runde verdoppelte Erfahrung bekommen hatte. Hier zählt es, soweit ich das so beobachtet habe, rein. Was halt interessant ist, ihr sagt Teamauswertung, wir sind gerade eben auf Platz 10 gelandet. Wirklich toll war es, aber halt nicht. Wir haben von unseren 1250 haben wir nur 1240 bekommen. Aha. Das heißt, theoretisch gesehen hätten wir an dieser Stelle nicht tot sein können. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Module oder Crew erwischt hat. Es könnte zum Beispiel ein Amorak gewesen sein, was damit hochgegangen ist. Und selbst halt irgendwie, zweimal, viermal, fünfmal geschossen, viermal getroffen, davon aber nur zweimal durchschlagen. Und das spiegelt halt die Charakteristik der Gun echt wider. Man ist nicht gerade durchschlagskräftig und ohne Bewegung. Und man braucht halt sechster Sinn, wo ich immer noch dran arbeite. Wo wir bei ihm bei 100% sind, beim Skill bei 91%, das ist zwar nett, aber halt irgendwie noch nicht der Oberhammer. Wir hüpfen aber noch rein, aber wie gesagt, also ich finde den Chiri, er ist schon lustig, er kann unterhaltsam sein, er kann einem richtig spaßige Runden produzieren. Das hier zum Beispiel, wenn wir auf der passenden Seite sind, kann sehr, sehr gut werden. Aber es kann halt auch sehr, sehr schnell schief gehen, wenn man platzt, weil man zu unvorsichtig war. Also er hat da so ein bisschen das gleiche Problem, was Scouts haben, dadurch, dass er so unheimlich wenig aushält, muss man eigentlich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich denke, die neuen deutschen TDs haben das gleiche Problem. Und sowas. Und das ist halt unheimlich schwierig. Und gleichzeitig finde ich es halt nicht so belohnt, weil er halt irgendwie halt einfach nicht schnell genug ist, um zu sagen, okay, ich gebe jetzt Gas und habe da eine Runde Spaß, indem ich hier vorne dem Gegner drei Schüsse die Seite schieße, mich durch meine Bewegung seinen Beschüssen ausweiche und weil ich nachgeladen habe, schnell genug nachgeladen habe, schneller als die meisten Heavies und der durchschnittliche 7er Medium zu sein, zumindest so die amerikanischen zum Beispiel, die laden länger oder der A44, dann kann ich halt nochmal schießen. Und dann muss ich wieder untertauchen. Daraus könnte man mit einem schnellen Panzer viel machen. Und ich habe es ja, als ich damals die Vorstellung vom Test zum Beispiel gemacht habe, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass er nicht ist wie ein Comet mit Autoloader. Ich hätte mir halt gewünscht, dass er so ein bisschen ist wie Comet, mit ein bisschen weniger Panzerung und ein bisschen weniger, ja, Durchschlag viel weniger geht ja schon nicht mehr, sonst könnte ich es aber halt 10 Punkte weniger oder was da haben, sind okay und halt weniger Durchschlag, damit könnte ich, weniger Panzerung kann ich vollkommen leben.
Aber weniger Geschwindigkeit ist halt echt ein Problem. Das ist massiv ärgerlich in diesem Panzer und es ist halt unheimlich schwer, den irgendwie zu öffnen. Und ich gucke mir das noch seine Gun Depression an, weil ich die letzte Runde ein bisschen gering fand. Die war bei den anderen, glaube ich, auch immer besser. Bei den anderen der Reihe, habe ich so das Gefühl gehabt. Gun Elevation ist bei ihm gut. Aber das bringt mir halt nicht so wirklich viel, weil ich, wenn ich vor der Kante stehe, wo ich hochzielen kann, ich im Normalfall auch zerschossen werde. Und wir sehen hier schon, unsere Teamverteilung ist suboptimal. Ich habe hier quasi keinen Support. Kann aber gleich vor einem Comet, einem Cheeto und einem T-34-85 stehen. Der VK-30 nur als K kommt hier hinterher, der nicht wirklich Hilfe ist. Unser Scout ist jetzt irgendwie halt auch ein unerfahrener Scout. Wie man sieht, der ist ganz neu in dem Panzer, dementsprechend macht der dort auch nichts. Was der M5A1 steht da unten nicht schlecht. Das ist eine Position, von der aus man durchaus aufdecken kann. Und da kommt schon mal was. Gut, dass es ein Japaner ist. Denn sonst hätte ich gar keine Chance, ihn zu durchschlagen. Und ich werde von einem Chitu und einem Chinu getroffen. Zum Glück hat die Hellcat mich noch nicht gesehen. Der Chinu muss irgendwo da, wo die Hellcat ist, stehen. Kette, jetzt habe ich ihn hier komplett tot. Wir müssen in diese Kuhle hier rein. Dann haben wir ein bisschen Deckung. Das Einzige, was uns hier gerettet hat, sind die Lebenspunkte, die wir haben. Die sind auch nett. Aber ich würde lieber auf 200 Lebenspunkte verzichten und dafür einen schnelleren Motor haben, ganz ehrlich. Damit könnte ich deutlich mehr. Ich müsste... Willst du mich aufmachen können? Immerhin einmal Schaden gemacht. Und da hat sie ihn aufgeraucht. Ja, Das Problem ist, der kann mich jetzt natürlich aufmachen und dann können wir mich von der anderen Seite treffen. Ich hoffe, der VK-36 ist ein bisschen vorsichtig. Unsere beiden Scouts sind schon tot und ein VK-30-01P, aha. Da in die Richtung dürfte ich erstmal gedeckt sein, wenn ich nicht zu weit vorfahre. Aber wenn ich nicht weiter vorfahre, treffe ich den auch nie. Hellcat ist weg und ist auch keine ausgebaute Hellcat. Da habe ich gerade das Symbol für Stockturm erkannt. Jetzt haben wir nämlich auch nur einen getroffen. Das ist halt so das Problem mit der Einzielzeit bei diesem Panzer. Wir zielen recht langsam ein. Im Verhältnis zu dem, wie die ganze schießt, da muss ich also eigentlich ein bisschen mehr als diese 1,3 Sekunden Zeit lassen zum Schießen. Und das, was ich mache, ist jetzt sehr, sehr riskant. Genau deswegen wieder runter. Wir haben jetzt unsere letzten Lebenspunkte verschenkt. Ja, das ist das Problem an der Sache. Er hat mehr Lebenspunkte, damit hat er gewonnen. Sehr, sehr ärgerlich. Also, ich glaube, man merkt, warum er mir nicht wirklich gefällt. Er ist nett, die Gun kann Spaß machen, aber ich hätte hier gerne mehr Mobilität gehabt, um mich umzupositionieren, zurückzufallen, irgendwie schneller auszuweichen oder sowas. Wenn ich beschossen werde, nicht erst aufwendig drumherum zu fahren und noch zwar einen Rückenschieß zu lassen oder die Möglichkeit dazu haben, irgendwie schneller zurückzukommen. Das würde ich mir für ihn wünschen, deswegen bin ich mit ihm nicht wirklich zufrieden. Er ist lustig, klar. Er ist auch ein angemessener Grind für die Panzer danach, um das schwierig zu machen, aber er macht halt mir persönlich jetzt nicht weltbewegend viel Spaß. Ich glaube, wir werden diese Runde noch gewinnen, weil sie unten gut durchgedrückt haben und hier oben der letzte gerade draufgegangen ist. Aber es ist halt nicht weltbewegend toll und damit verabschiede ich mich für heute mit meinem Eindruck vom Chiri. Es wird sicherlich noch mehr zu ihm kommen, denn ich werde ihn irgendwann durchfahren wollen, aber ich hoffe darauf, dass das Wargaming irgendwann mitbekommt, dass er doch im Verhältnis der Reihe sehr, sehr schwach ist. Er ist eingesetzt als, ja, soll sich so fahren wie der Chito, hat aber nicht die Gun, um das so durchzubekommen. Hat auch nicht die Mobilität, um wie ein Medium zu fahren und nicht die Panzerung, um wie ein Heavy zu fahren. Also vom Prinzip her ist er ein bisschen wie die Amerikaner, ist er nichts wirklich gut, aber dafür soll er allgemein gut sein. Ist er aber halt irgendwie nicht. Wie gesagt, ich persönlich würde ihm den Motor buffen, ein bisschen, dass er halt ein bisschen wendiger ist, damit er halt was kann. Das fände ich persönlich irgendwas weg, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich als Lösung findet dafür, dass er irgendwie
beweglicher und wendiger wird oder mehr aushält. Oder so. Vielleicht hat ja auch einer von euch eine richtig coole Idee und vielleicht kommt das dann ja irgendwie bei Wargaming an. Wäre cool. Und nicht vergessen, heute Abend ist Livestream. Wie gesagt, 20 Uhr, twitch.tv/dograti. Ich hoffe, man sieht sich da, Leute. Bis dann.